Wir versilbern das Netz, eine weitere Folge von Wege aus der Einsamkeit e.V. Es spricht Dagmar Hirche. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wo Sie rausfinden, wie viel Speicherkapazität Ihr Smartphone hat. Da oft immer eine Anzeige kommt, Sie haben nicht genug Speicherkapazität. Dazu müssen Sie die App Einstellung finden. Auf diesem Smartphone muss ich mit dem Finger nach oben wischen, um immer alle Apps zu sehen. Und hier sehen Sie die App Einstellung. Da klicke ich drauf. Und jetzt gibt es hier ganz verschiedene Funktionen. Los geht es immer mit Verbindung, dann kommen Töne. Das kann bei Ihnen immer unterschiedlich aussehen. Es kommt darauf an, was Sie für ein Smartphone haben. Sie sehen aber auch oft wird beschrieben, worum es geht. Wir gehen hier immer weiter. Und jetzt kommt hier Gerätewartung und da steht was von Speicher. Da klicke ich mal drauf. So, das heißt bei mir, es stehen hier 95%, ist ausgezeichnet, aber hier unten sehen Sie Speicher. Da klicke ich mal drauf und dann sehe ich, dass mein Smartphone 32 GB Speicherkapazität hat. Das steht hier in diesem Kreis. Und von den 32 GB habe ich nur 11,5 bisher verwendet. Dann steht hier auch verfügbarer Speicherplatz 20,5 GB. Das heißt, ich kann hier noch relativ viele Bilder und diverse Anwendungen drauf speichern. Auch steht hier, wer was verbraucht. Das können Sie sich hier auch angucken. Das heißt, das nächste Mal, wenn Sie gefragt werden, was für eine Speicherkapazität hat denn Ihr Smartphone oder wie viel Gigabyte Speicherkapazität GB hat Ihr Smartphone, dann wissen Sie, Sie müssen unter Einstellung die Speicherfunktionen suchen. Und dann können Sie selber herausfinden, wie viel Speicherkapazität Ihr Gerät hat. Ich gehe jetzt Schritt für Schritt hier oben über den Pfeil wieder zurück. Sie sehen, dann bin ich wieder unter Einstellung. Unter Gerätewartung hatte ich das gefunden. Ich möchte aber wieder nach Hause zu meinem Hauptbildschirm. Das heißt, ich klicke hier unten drauf und dann bin ich wieder auf meinem Hauptbildschirm. Ich nenne da unten die Taste immer die Home-Taste. Vergessen Sie nicht zwischendurch auch mal links davon die drei Striche oder oft ist es auch ein Quadrat mal anzuklicken. Dort können Sie nämlich alle Apps, die Sie benutzt haben, mal schließen. Schließen bedeutet nicht, dass Sie sie löschen, sondern dass Sie sie nur wie Fenster schließen, zumachen. Wenn man dann wieder drauf geht, steht keine kürzlich verwendeten Apps. Mein Ratschlag an Sie, machen Sie das gerne alle 2 Tage oder jeden Tag, bevor Sie das Smartphone weglegen. Viel Spaß beim Üben, Ihre Frau Hirche.